Okay, ich freue mich sehr, den Filet Matthias vorzustellen, der übrigens Filet Matthias heißt und nicht Filet Matthias. Grüße an Andi. Er wird heute über seine Lieblingsdimension berichten, was die vierte Dimension ist. Und ich freue mich sehr, den Vortrag. Okay. Ja, also ich will ein Projekt von mir vorstellen. Also es ist ein ganz kleines Spaßprojekt und vielleicht wird es auch nur ein ganz kleiner Vortrag. Es kommt aber an, wie viele Fragen gestellt. Ich habe auch keine tollen Folien vorbereitet oder so, sondern wir schauen die ganze Zeit den Code an und gewisse Webseiten und wie das Programm läuft. Okay, und es geht dabei um 4D-Grafik. Genau, nachdem ich so schlecht vorbereitet bin, stellt bitte wirklich nur direkt mich immer mit Fragen, mit denen ich wissen wollte oder sagt, was ich noch genau erklären soll oder so. Was ist 4D? Was ist 4D? Okay, das machen wir gleich. Der beste Vorbereitung auf die Frage. Okay, das können wir das nächste Mal machen. Bevor ich dann darüber rede, schaut euch das vielleicht kurz an. Das, was jetzt passiert, ist nicht 4D-Grafik, sondern ist 3D-Grafik. Also, eine schöne Sache, über die wir später auch noch mehr reden können, ist, dieser Code kann 3D- und 4D-Grafik beides. Nein. Was ist das Teil E hier noch? Nicht gleichzeitig. Du musst dich mal neu kompilieren, wenn du den Code ändern willst. Okay. Dreifach? Wow, wow. Oh, wow. Okay. Das war so langsam, also komm, okay. Das hier gemacht wird. Ja. Okay, also das ist einfach irgendwie eine dreidimensionale Welt. Ich kann mich umschauen, indem ich die Maus bewege. Ich habe das dringende Bedürfnis, nach vorne weiter zu laufen. Echt? Ja. Also werde ich jetzt lüften, noch ein bisschen hinaus. Aber ein bisschen so spannend. Half-Life 4 Concerns. Also ich sage mal, wenn wir das Programm ausprobieren, wir sollten wirklich eine Maus benutzen. Ich finde das wesentlich besser. Half-Life 4D Conference. Wir können jetzt auch hier rüber drehen. Ja, also das Projekt heißt 4D Labyrinth. Das ist natürlich ein schlechter Name, wie meistens. Weil es ist gar kein Labyrinth, es gibt hier gar keine Abzeichnungen. Und das ist jetzt auch nicht 4D, was wir gerade sehen, das ist 3D. Aber es ist 4D. Das ist ein postmodernes Labyrinth. Genau. Und hier am Ende des Tunnels ist hier eine weiße Box, damit man sieht, dass man am Ende ist. Weil es könnte auch passieren, dass man ziemlich in die falsche Richtung wieder zurückläuft. Und dann sieht man hier, dass man am falschen Ende ist. Ah. Okay, das war 3D. Dann lasst uns doch mal hier eine Zeile ändern. Und das neu kompilieren. Und dann schauen wir uns das nochmal an. Vielleicht ist es euch gerade schon aufgefallen, in vielen Computerspielen, 3D-Spielen, also sonst auch Ego-Shooter und so, ist es ja so, dass man mit der Maus die Blickrichtung ändert, aber oben ist immer oben. Naja. Das finde ich schlecht, das finde ich nicht so. Alle Richtungen sind gleichberechtigt. Es gibt kein oben, es gibt auch keine Schwerkraft. Programm, ja? Also es ist auch nicht sinnvoll, von dem oben zu reden. Okay, das hier ist hier in der Frage. Wie drehst du drei Achsen mit einer zweidimensionalen Maus? Das hat Matthias lange beschäftigt. Die Frage. Du hebst die Maus hoch. Also ich habe auch noch ein Mausrad, wenn ich das beruhige. Aber das Mausrad ist eigentlich nicht nötig. Okay, also das hier sieht ziemlich genauso aus wie gerade. Ja. Nur, dass hier irgendwie ein Ende ist. Ich kann ja nicht weiter. Ja. Aber wenn ich mich ein bisschen so drehe und dann mal gucken, so drehe, dann geht es da plötzlich weiter. Also nochmal zur Erinnerung. Hier sind wir hergekommen. Da sind wir hingegangen, da habe ich mich so gedreht, da bin ich hergekommen, da habe ich mich so gedreht und dann geht es weiter. Okay, und naja, dann fällt man halt weiter auf und wie man sieht, verformen sich diese Würfel da auch und irgendwie die ganze Zeit ein bisschen. Aber sie verformen sich ja nicht wirklich, ne? Sie verformen sich nicht wirklich, genau. Also man denkt, hier bewegen sich irgendwelche Sachen, aber es bewegen sich keine Sachen. Also, wir erklären es vielleicht noch genauer, aber das sind einfach vierdimensionale Würfel, von denen wir verschiedene Schnitte anschauen. Deswegen sieht es aus, als würden sie sich irgendwas bewegen. Aber es sind starre Würfel, mit denen ich alles tue. Eine Frage: ja. Hast du auch Kollisionserkennung implementiert? Habe ich Kollisionserkennung implementiert? Ja! Also, ich kann hier zum Beispiel gegen die Wand laufen und bleib stehen. Und ja, am Anfang heißt es nicht und ich habe mich dann gefreut, dass es doch relativ einfach ging. Den wir auch gedrückt, wie ich das mache. Ja. Das Schöne ist nämlich auch, der Code für die Kollisionserkennung, den brauche ich auch nur einmal. Egal ob 3D oder 4D ist, der selbe Code. Okay, und hier ist wieder unser toller Würfel, das ist am Ende. Wenn ich allerdings irgendwie meine Blickrichtung drehe, dann sieht man, der Würfel, naja, scheint wirklich abgeschnitten zu sein und so. Das ist so komisch, aber
ist jetzt 4D. Und warum bewegen sich hier Sachen, wo ich sage, es bewegt sich im Wald nichts? Also, sag mal, hast du jetzt schon ein intuitives Gespür für die Region? Naja, nee. Krass, er sagt nicht nein, ne? Also nicht sofort. Ja, also, ah ja, genau, ich wollte eigentlich sagen, am Anfang des Vortrags, dass das Motto von diesem Projekt auch ist, fünf Dimensionen kann man sich nicht vorstellen, Challenge accepted. Aha. Und, also, hier in diesem Labyrinth, in diesem vierdimensionalen zu bewegen, dafür kriegt man schon ein Gefühl, finde ich, und das geht halt irgendwann gut, aber ob ich jetzt ein Gefühl für die vierdimensionalen Wohnung deswegen habe, naja, weiß ich so richtig. Weil jetzt schauen halt auch alle Richtungen gleich aus. Ich habe nicht irgendeine Schwerkraftrichtung oder so und muss mir merken, wo ich mich die Schwerkraft ziehe. Mhm. Ja, Richtungen, genau. Das ist das, was Dimensionen ausmacht. Wir sind hier im dreidimensionalen Raum. Das bedeutet, dass man drei Richtungen tatsächlich aufeinander stellen kann. Nämlich die hier und die hier. Das sind drei Richtungen, die tatsächlich aufeinander stehen. Und wenn ich eine zusätzliche versuche dazuzunehmen, dann kriege ich es niemals hin, dass die tatsächlich auf diesen drei Richtungen steht. Daran erkenne ich, dass der Raum dreidimensional ist. Und deswegen hat so ein gewöhnlicher Würfel, an dessen Ecken da stoßen auch drei Kanten zusammen. Die Kanten stehen also eigentlich aufeinander und mehr geht auf jeden Fall diese drei. Und die Position im dreidimensionalen Raum, nicht in der dreidimensionalen Mannigfaltigkeit, sondern im euklidischen dreidimensionalen Raum, kann ich auch halt durch drei reelle Zahlen beschreiben, indem ich halt ein Quadratsystem einzeichne mit eben solchen dreizylindrischen Achsen und dann meine Quadraten anlese. Und vierdimensional ist ganz genauso. Da gibt es halt vier Richtungen, die senkrecht aufeinander stehen. Und eine Position im vierdimensionalen Raum kann man mit vier reellen Zahlen genau beschreiben. Das heißt, wenn wir uns versuchen, das vorzustellen, dann müssten wir uns jetzt vorstellen, ich habe hier meine drei senkrechten Richtungen. Und jetzt gibt es hier noch eine zusätzliche Richtung, in die ich jetzt nicht deuten kann, weil sie nicht innerhalb dieses Raums hier bleibt. Sondern wir müssen uns vorstellen, ich bin in einem vierdimensionalen Raum, dann könnte ich jetzt meine Arme noch in eine andere Richtung bewegen, die auch senkrecht auf diesen drei Richtungen wäre. Die senkrecht auf dem ganzen dreidimensionalen Raum ist, den ich hier, in dem ich mich bewegen kann. Okay. Ja, also das ist so ein bisschen, also vierte Dimension, also es wird ja alle mögliche Scheiße als vierdimensional verkauft. Zum Beispiel solche Sachen, die wir in Ankündigungen geschrieben haben, dass es einfach besonders tolle 3D-Grafik ist oder dass 3D-Grafik ist mit der 3D-Brille und dann bewegt sich noch der Sitz oder so. Das wäre natürlich alles nicht mit vierdimensional. Ja, so, das ist mathematische. Erste Enttäuschung macht sich breit hier. Also, es ist eigentlich üblich, dass Leute irgendwann ständig draufgehen, wenn ihnen der Vortrag nicht denkt. Aber muss auch nicht sein, okay. Aber im Vortrag muss nicht passieren. Okay. Ja, so, wie schaut jetzt das vierdimensional aus? Zum Beispiel ein vierdimensionaler Würfel, das ist einfach zu machen, weil ich habe gerade gesagt, ein dreidimensionaler Würfel, da stoßen an den Ecken halt drei Kanten zusammen, die senkrecht aufeinander stehen. Ein vierdimensionalen Würfel, der hat noch einen fancy Namen, der heißt Tesseract. Schauen wir doch mal auf die englische Wikipedia-Seite zu Tesseract. Hier ist ja gleich ein Bild davon, wunderbar. Hier haben wir also ein Bild von dem vierdimensionalen Würfel. Was ist jetzt eigentlich ein Würfel? Naja, also ein zweidimensionaler Würfel ist einfach ein Quadrat. Ein Quadrat. Ein dreidimensionaler Würfel ist ein Würfel. Ich versuche mal ein aufzeichnen. Und was ist jetzt so ein Würfel? Der hat irgendwie immer viele rechte Winkel und ist irgendwie ganz regelmäßig. Also zum Beispiel die vier Seiten von einem Quadrat sind gleich lang und die sechs Flächen von einem Würfel sind alle gleich und sind wieder ein Würfel von der Dimension 1 niedriger. Wenn wir uns jetzt dieses Bild auf... Dankeschön. Ist das irgendwie heller auf der Kamera? Ist das dunkel? Ich kann es im Motiv enthalten, oder? Ich weiß nicht, ob das dann besser zu sehen wird. Wenn wir uns dieses Bild anschauen, dann sieht das irgendwie nicht so regelmäßig aus. Also... Irgendwie scheint hier ein großer Würfel zu sein und ein kleiner Würfel innen drin zu sitzen. Aber wenn dieser Würfel da kleiner ist als der große hier, dann ist das ja nicht ein regelmäßiges Gebilde, weil da habe ich ja zwei ähnliche Sachen, die aber nicht gleich groß sind. Das ist nicht so toll. Oder auch diese Winkel hier. Also wenn ich mir anschaue, irgendwie den Winkel zwischen diesem Stab und diesem Stab da oder so, der ist halt nicht 90 Grad. Der ist größer. Das ist irgendwie blöd. Das kommt daher, weil es halt ein schlechtes Bild von dem Tesseract. Also es ist halt nur ein Bild, das ist nur eine zweidimensionale Darstellung von einem vierdimensionalen Würfel. Das hier
ist auch ein schlechtes Bild. Das ist nur eine zweidimensionale Darstellung von einem dreidimensionalen Würfel. Deswegen sind hier auch Winkel, die gar nicht 90 Grad sind. Ja, zum Beispiel der Winkel da hinten, der ist auf dem Papier gar nicht 90 Grad. Aber was ich hiermit meine, ist ja nicht irgendwas auf Papier, sondern was ich damit meine, ist ja ein dreidimensionales Ding, was ich anfassen könnte. Und in diesem dreidimensionalen Ding, was ich meine, da ist hier ein 90 Grad Winkel. Und genauso ist es hier auch. Also zum Beispiel dieser Winkel da, der ist 90 Grad. Man sieht es nur nicht, weil das halt was vierdimensional ist, platt gedrückt auf zweidimensionaler Leinwand hier ist. Was schon Sinn ergibt, ist, wie viele Ecken haben den Würfel? Zweidimensionaler Würfel hat 4 Ecken, dreidimensionaler Würfel hat 8 Ecken, vierdimensionaler Würfel hat 16 Ecken. Ja, zum Beispiel die 8 äußeren und die 8 inneren. Und dass das hier jetzt so unregelmäßig ausschaut, dass man innen ein kleinerer Würfel zu sehen ist und auch ein größerer, das kommt ja daher, weil das eine perspektivische Projektion ist. Das hier zum Beispiel ist jetzt nicht so richtig perspektivisch. Wenn ich den Würfel perspektivisch gemalt hätte, dann müsste das irgendwie nach hinten die Linien ein bisschen zusammengehen. Ne? Okay, das ist nicht, ob man da etwas erkennen kann. Also dann müsste es hier, diese Linien dahinter, die dürften nicht parallel sein, sondern es müsste hier irgendeinen Fluchtpunkt geben. Dann wäre es eine perspektivische Projektion vom dreidimensionalen Würfel. Und das ist auch, was man bei Computer-3D-Grafik immer macht. Eine perspektivische Projektion von der dreidimensionalen Welt. Man hat ja auch nur einen zweidimensionalen Bildschirm zur Verfügung, um das darzustellen. Man kann also was Vierdimensionales nehmen und eine perspektivische Projektion auf eine zweidimensionale Ebene machen, so wie wir das mit dreidimensionalen Sachen total gewohnt sind, dass wir perspektivische Projektionen auf was Zweidimensionales machen. Und dieser Tesserakt hier, der ist nicht ausgefüllt, hier sind nur die Kanten des Tesserakts und die Ecken zu sehen, also dieses Gold, die Ecken und dieses Silber, die Kanten. Und warum ist das so? Na, weil man nichts erkennen würde, wenn er ausgefüllt wäre. Wenn irgendwie das ein Solid Tesseract wäre, also einfach ein ausgefülltes vierdimensionales Ding und man die Projektion des dreidimensionalen betrachten will, dann würde diese Projektion halt einfach so ausschauen wie der äußere Würfel. Man würde einfach nur Würfel sehen. Das ist geblüht, das sieht man nicht viel. Man kann eine andere perspektivische Projektion machen und dann sieht es nicht mehr genau aus wie ein Würfel. Aber ich habe mir gedacht, es ist doof, einfach eine perspektivische Projektion von vierdimensionalen ins zweidimensionale zu machen. Da verliert man total viel Information. Man kann auch noch anders zweidimensionale Bilder aus vierdimensionalen Objekten gewinnen. Jetzt bleibt ich habe das gemacht, ich bin natürlich nicht der Erste, der das gemacht hat. Es gibt schon andere vierdimensionale Spiegel, die man sich in der Form schauen kann. Das ist eine ganz große Branche. Ja, genau. So zwei oder so. Also, was kann man noch machen? Man kann von irgendwelchen ausgefüllten Körpern auf Schnitte nehmen. Wenn ich zum Beispiel so einen Würfel habe, einen dreidimensionalen Würfel, dann kann ich hier jetzt irgendwie ein Messer nehmen und gerade Schnitt irgendwie durchmachen. Also ich kann eine Schnittebene machen. Und jetzt schaue ich mir nicht an, in welche zwei Teile ich den Würfel dabei zerschneide, sondern ich schaue mir nur die Schnittebene selber an. Die Schnittebene selber ist was Zweidimensionales. Wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und eine Ecke hier von dem Würfel abschneide, was sehe ich dann, wenn ich nur die Schnittebene anschaue? Na, ich sehe halt, welche Punkte hier zum Würfel gehört haben und welche nicht. Und was kriege ich raus, wenn ich eine Ecke abschneide? Wie schaut das aus in der Schnittebene? Das wird ein Dreieck. Wenn ich es schön abschneide, ein regelmäßiges Dreieck. Wenn nicht, dann halt ein nicht regelmäßiges Dreieck. Also kann man sich so veranschaulichen, an einer Ecke hier stoßen ja drei Kanten zusammen. Und die Punkte, wo meine Schnittebene durch die Kanten geht, das werden halt genau die Ecken von meinem Dreieck. Wenn ich aber irgendwie waagrecht durch meinen Würfel durchschneide, dann kriege ich natürlich ein Quadrat in der Schnittebene. Ein Würfel ist ja kein Simplex. Nein, das stimmt. Ein Quadrat ist kein Simplex. Und der Schnitt von einem Simplex mit einer Hyperebene ist auch nicht immer ein Simplex. Nein. Kurz für alle, Simplex ist die Verallgemeinerung von Dreieck, Tetraeder und dann immer so weiter in höhere Dimension. Genau. Also Simplex ist immer in der Dimension das Objekt mit den wenigsten möglichen Ecken sozusagen. Wenn man halt nur flache Flächen und ganze Oberfläche hat. Okay, also was habe ich gemacht, was haben wir hier vorhin gesehen? Habe ich eine vierdimensionale Welt aus Tesserakten zusammengebaut und habe dann eine zweidimensionale Schnitt dadurch gemacht. Nee, das habe ich nicht. Das wäre komisch, weil dann würden wir auf dem Bildschirm immer was zweidimensional aussieht sehen. Aber wir haben eher was gesehen, was dreidimensional aussah.
Was ich mache ist, ich nehme einen dreidimensionalen Schnitt von meiner vierdimensionalen Welt. Und dann habe ich eine dreidimensionale Welt, die besteht dann, wie so zusammengesetzt, aus irgendwelchen dreidimensionalen Schnitten von Tesserakten. Und die kann ich dann mit gewöhnlicher 3D-Grafik mit OpenGL auf meinem Bildschirm darstellen. Okay, also wie schauen dreidimensionale Schnitte von einem Tesserakt aus? Naja, was passiert zum Beispiel, wenn ich eine Ecke eines Tesserakts mit einer flachen, dreidimensionalen Ebene, das ist natürlich keine Ebene, weil es ist dreidimensional, das ist eine Hyperebene im vierdimensionalen Raum. Hyperebene ist vielleicht auch eine Dimension weniger als der Raum, in dem ich bin. Also was, wenn ich einen vierdimensionalen Tesserakt, wenn ich da eine Ecke abschneide mit einer dreidimensionalen Hyperebene, was kommt da raus auf dieser Schnittfläche, also gesagt, diesem Schnitt dreidimensionalen Raum? Naja, also das muss irgendein dreidimensionales Objekt sein, was da rauskommt. Und fragen wir uns vielleicht, wie viele Ecken hat das? Das wird wieder mit den Kanten zu tun haben, die hier beim Tesserakt in eine Ecke zusammenstoßen. Zum Beispiel diese Ecke oder auch jede andere. Da stoßen vier Kanten zusammen. Die stehen in Wahrheit alle senkrecht aufeinander, diese vier Kanten. Das heißt, ich habe ein dreidimensionales Objekt, was nur vier Ecken hat. Das heißt, ich habe ein Tetraeder. Wenn ich eine Ecke von dem Tesserakt abschneide, bekomme ich als Schnitt Fläche, das heißt als Schnittraum, ein Tetraeder. Und wenn ich zum Beispiel irgendwie waagrecht, also nach Achskoordinaten ausgerichtet, meinen dreidimensionalen Schnitt durch meinen Tesserakt durchmache, was werde ich dann bekommen? Ein Würfel? Ein Würfel, ganz genau. So wie ich, wenn ich hier waagrecht durchschneide, bekomme ich ja auch einen Würfel von einer Dimension 1 niedrig, also 2 Dimensionen Quadrat. Okay. Genau. Hier wollte ich weitermachen. Also schauen wir uns vielleicht nochmal kurz, die vierdimensionale Welt an und versuchen ein bisschen nachzuvollziehen, wie da dreidimensionale Schnitte zu sehen sind. So, also das ist jetzt irgendwie ein dreidimensionaler Schnitt durch eine vierdimensionale Welt. Und ich habe das halt gerade so gedreht, dass es so ein waagrechter Schnitt ist oder so. Also das heißt, ich habe hier in Wahrheit aus Tesserakten, aus vierdimensionalen Würfeln aufgebaut, irgendwie so eine große Box, wo irgendwie so ein Tunnel drin ist. Und jetzt sieht es aus wie eine dreidimensionale Box aus dreidimensionalen Würfeln, wo ein Tunnel drin ist, weil ich eben gerade in der schönen Ebene durchgeschnitten habe. Und wenn ich was anderes mache, dann kommen da halt irgendwelche schrägen Sachen dabei raus, weil ich irgendwie schräg durch meine Tesserakte durchschneide. Dann sind hier plötzlich Winkel zu sehen, die nicht wie rechte Winkel ausschauen, obwohl es eigentlich schon rechte Winkel sind. So. Genau, und hier sieht es jetzt so aus, als würde von diesem Würfel eine Ecke abgeschnitten, wenn ich hier irgendwie die Maus bewege. So, als würde ich da eine Ecke abschneiden. Aber in Wahrheit schneide ich nicht von diesem dreidimensionalen Würfel eine Ecke ab, sondern ich schneide durch meinen vierdimensionalen Würfel so. Also erstmal, wenn ich so lasse, dann, okay, ich finde es nicht. So viel Freiheit gerade. Okay. Jetzt schneide ich halt irgendwie gerade genug durch meinen weißen Tesserakt hier durch, dass immer noch ein Würfel rauskommt. Also auch wenn ich hier ein bisschen schräg durchschneide, kommt immer noch ungefähr ein Würfel raus. Vielleicht eher immer noch circa ein Quadrat. Das kommt immer noch circa ein Quadrat raus. Genau, danke. Immer noch circa ein Quadrat, vielleicht eher ein Rechteck. Aber also wenn ich ein bisschen schräg mache. Aber was passiert jetzt, wenn ich meine Ebene, mit der ich schneide, so weit neige, dass vielleicht eine Ecke dann plötzlich oberhalb der Ebene ist, anstatt unterhalb? Ja, dann sieht es ein bisschen so aus, als würde ich von meinem Quadrat oder Rechteck gerade eine Ecke abschneiden. Okay, und das ist halt das, was hier auch passiert. Wenn ich halt irgendwie eine ein bisschen stärker geneigte Ebene nehme, um mein Quadrat zu schneiden, dann sieht es aus, als wäre eine Ecke abgeschnitten. Können wir das ja anders machen? Was ich vorhin meinte, ist, wenn du die Ecke so abschneidest, dass ein Pfeil rauskommt quasi. Und wenn wir das jetzt vierdimensional machen? Ja, dann kommt ein Tetraeder raus. Dann kommt ein Tetraeder raus. Wenn du von dem Tesserakt eine Ecke abschneidest mit einer Hyperebene, dann kommt ein Tetraeder raus. Okay. Als Schnittfläche. Ja. Was ist die Hyperebene? Also eine Hyperebene im dreidimensionalen Raum ist einfach eine Ebene, so eine endlich große flache Fläche. Eine
Hyperebene im zweidimensionalen Raum. Das heißt, wenn ich schon eine Fläche habe und frage mich, was ist da eine Hyperebene, dann ist es einfach eine Gerade. Und eine Hyperebene im vierdimensionalen Raum ist dann sowas wie der dreidimensionale Raum. Also es ist was Dreidimensionales, was Flaches Dreidimensionales. Also die Hyper- Dimension runter. Ja. Genau, Hyperebene heißt immer, es ist eine Dimension weniger dimensional als der umgebende Raum. Genau, also Hyper, das Wort heißt einfach, dass man irgendwas über Dimensionen verallgemeinert hat. Zum Beispiel sage ich auch Hyperwürfel zu würfeln, die halt nicht Würfel sind, sondern Quadrate oder Tesserakte oder noch was höher Dimensionales. Ja. So. Wir könnten darüber reden, wie das hier eigentlich berechnet wird. Diese lustigen Sachen, die sich da bewegen. Wir könnten über OpenGL reden, weil ich ja irgendwie auch 3D-Grafik mache. Das Ganze ist natürlich in Haskell geschrieben, das heißt über die OpenGL Haskell Bindings. Und wir könnten über das Linear-Paket reden und wie das hier funktioniert, dass dieselben Algorithmen dreidimensionale, vierdimensionale Sachen machen und so. Vielleicht zeige ich erst noch eine andere witzige Sache, nämlich Orientierungen. Was ist eine Orientierung? Naja, die rechte Handregel sagt, ich muss irgendwie zuerst den Finger, dann den nehmen. Das kommt irgendwie in der Elektrodynamik vor. Und wenn ich stattdessen die linke Hand nehme, weil ich nicht aufpasse, dann mache ich einen Fehler. Weil erst der Finger, dann der, dann der. Das ist was anderes als die Finger in der Reihenfolge. Ich kann die nicht so hindrehen, dass es irgendwie dasselbe wäre. Ich kann so hindrehen, dass zwei übereinstimmen, aber der dritte zeigt einfach in die gegensätzte Richtung. Blöd. Wenn du jetzt deinen Gürtel ausziehst. Ich habe keinen Gürtel. Nein. Also wenn du den brauchst, ich gebe dir den Gürtel. Ich muss nachdenken, ich glaube, das will ich nicht machen. Gürtel kann man rausziehen. Man kann mit Gürteln was über Orientierungen lernen. Ja. Man kann auch ohne Gürtel was über Orientierungen lernen. Das heißt, eine Orientierung von dem Raum ist einfach sowas wie eine Nummerierung von Koordinatenachsen. Also das heißt, wie kann ich irgendwie zwei Koordinatenachsen malen und jetzt habe ich von diesem Blatt Papier noch keine Orientierung festgelegt, müsste die schon nummerieren. Jetzt habe ich eine Orientierung festgelegt. Also, wenn der 1er Pfeil nach rechts zeigt, zeigt der 2er nach oben. Das ist eine Orientierung. Ich kann es jetzt nicht irgendwie so drehen, dass es andersrum wäre. Allerdings kann ich schon das Blatt Papier so drehen. Und wenn man es genug durchscheinen sieht, dann sieht man, wenn jetzt der 1er total geschummelt, weil ich habe jetzt nicht eine Transformation innerhalb dieses zweidimensionalen Raums gemacht, da kann ich nur drehen und meinetwegen verschieben oder sowas. Sondern ich habe eine Transformation im dreidimensionalen Raum gemacht. Ich habe die dritte Dimension ausgenutzt, um das Papier drehen zu können. Und dann hatte ich eine Transformation von dem Papier auf sich selbst, die aber die Orientierung umgetauscht hat. Da stellt sich natürlich die Frage, wenn man dreidimensionale Sachen in einem vierdimensionalen Raum anschaut, kann man dann deren Orientierung wechseln, indem man sie im vierdimensionalen dreht. Zum Beispiel im Roman Flachland, falls du es gelesen hast, nimmt er einen Schuh und dann ist es dann anstatt linker Schuh ein rechter Schuh. Mhm. Kennst du? Ich habe das nicht gelesen, sollte ich vielleicht mal machen. Es gibt auch alle Filmversionen. Ja. Genau. Das ist natürlich sehr schön, genau. Um sich Dimensionen vorzustellen, Flachland auf jeden Fall zu entgehen. Statt dieser Nummerierung von Pfeilen könnte ich natürlich auch irgendwie einen Pfeil malen, der so einen Kreis zeigt. Ja, also ich sage, links umdrehen ist die richtige Orientierung und rechts umdrehen wäre die andere Orientierung. Wenn ich jetzt versuche, im Dreidimensionalen die Orientierung des Raumes zu markieren, was brauche ich dann? Ich kann nicht einfach so einen Pfeil in den Raum malen, weil ich sehe ja gerade, den kann ich umdrehen. Es würde aber reichen, wenn ich eine Spirale hätte, wenn ich das vordere Ende von dem Pfeil aus dem Papier rausgehen lasse. Also wenn ich so eine Spirale hätte. Dann könnte ich an diese Spirale sagen, okay, das ist jetzt die Orientierung des Raums, wenn diese Spirale sich so umdreht. Das kennt man, wenn man handwerklich interessiert ist, von links und rechts Gewinden natürlich. Ja, wenn ich links Gewinde habe, kann ich das nicht durchdrehen oder auch so drehen, zu einem Rechtsgewinde machen. Also es ist sogar, wenn ich es von der anderen Seite anschaue, nicht total abgefahren. Ja, und ja, deswegen habe ich hier mal was entsprechend programmiert, heute noch. Also hier ist eine Schraube. Sieht nicht wirklich aus wie eine Schraube, aber sieht ein bisschen aus wie eine Schraube und es reicht. Ja, also das ist quasi nur ein kurzes Stück von der Spirale. Aber es reicht trotzdem. Welche DIN-Norm ist das?
Boah, die ist gar nicht schlimm für mich, ich habe es irgendwie gar nicht gelernt. 3D-Tetris. Genau, die normalen D-Tetris. Genau, also wenn ich jetzt irgendwie schaue, dass ich auf das grüne Ende drauf schaue, dann sehe ich also, wenn ich mir das ein bisschen so als Pfeil vorstelle, das zeigt nach rechts rum, ja. Und auch wenn ich mich jetzt irgendwie drehe, so, das zeigt immer rechts rum. Dieses, wenn ich von rot nach blau gehe, ne? Das zeigt rechts rum in dem Drehsinn. Und auch wenn ich jetzt irgendwie auf das blaue Ende drauf schaue, zeigt das grüne Ende rechts rum. Egal, was ich mache. Kannst du aber sagen, dass rechts rum? Rechts rum heißt, es bewegt sich oben nach rechts. Okay, ja, okay. Also, ja, ist okay, ja. Ja, also, im Uhrzeigersinn. Ah, das sagt man normalerweise, im Uhrzeigersinn. Ja. So, gerade schauen wir uns das Ganze jetzt mal wieder ein Bild an. Jetzt bauen wir dasselbe Ding aus Tesserakten zusammen. Auch nur 4 Tesserakte. Kein Stress. Also es ist quasi eigentlich was Dreidimensionales, was ich nur ein Stück aufgelegt habe in die 4. Dimension. Schaut genauso aus wie vorher. Natürlich, wenn ich mich jetzt irgendwie so drehe, dann passieren wilde Sachen. Zum Beispiel das Bild ist einfach. Oder es ist auch Dinge, auf die keine Richtlinie zu sein scheinen. Warum? Weil ich wieder... das ist jetzt ein vierdimensionales Ding, es besteht aus 4 Tesserakten und ich nehme 3-dimensionale Schnitte dadurch. Und wenn ich halt gerade einen schiefen Schnitt nehme, dann sieht es so aus, dann sieht meine Schnittebene, also mein Schnitt 3-dimensionaler Raum, sieht dann, da brauchen dann Sachen auf die schief ausschauen. Obwohl sie Schnitten von rechtwinkligen 4-dimensionalen Sachen sind. Gut, dann brauchen wir nochmal dahinter. Achso, genau, das ist jetzt wieder, ich schaue auf das grüne Ende drauf und das blaue zeigt im Uhrzeit. Aber solange ja der Rotationsachse senkrecht ist zu dem dreidimensionalen Raum, sollte das doch eigentlich sich nicht verändern, oder? Also soll das doch so aussehen. Wir müssen noch über Rotationen reden. Okay. Die Rotationsachse ist eine Lüge. aber okay, ich weiß, wie ich es interpretieren kann, damit stimmt. Solange die Rotation den Schnitt erhält, den ich mir anschaue. Also solange ich nur mich innerhalb des dreidimensionalen Schnitts rotiere, den ich gerade anschaue, und nicht diese 4. Richtung ändere, die immer hinaus zeigt aus meiner sichtbaren Welt, wenn diese 4. Richtung immer gleich bleibt, dann kann ich es natürlich nicht schaffen, diese Orientierung umzudrehen, weil dann habe ich in Wahrheit nur Rotation des dreidimensionalen Raums. Okay, aber wir haben ja schon Rotation des vierdimensionalen Raums, so ist ja nicht. So. sieht aus wie vorher. Aber wir schauen jetzt nicht auf das grüne Ende drauf, sondern aus der anderen Richtung und das blaue zeigt trotzdem nach rechts. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, wir bewegen uns um das Ding herum und schauen auf das grüne Ende drauf, dann würde das blaue links rum zeigen, gegen die Uhrzeigersinn. Ja, also ich kann jetzt leider nicht mich auf die andere Seite bewegen und mich umdrehen. Das liegt daran, dass ich hier gar nicht alle möglichen Drehungen im vierdimensionalen Raum implementiert habe. Wenn es leichter zu steuern ist, habe ich nur ganz bestimmte Drehungen des vierdimensionalen Raums implementiert. Und kann deswegen jetzt nur, also so ist es, jetzt ist es genau das gespiegelte Objekt von dem, was es vorher war, wenn ich von dieser Richtung drauf schaue. Okay, Rotationen. Was heißt eigentlich Rotation? Also, kurzzeitig haben wir das Objekt ja nicht gesehen, als du den Move gemacht hast. Weil ich hier so hinterlaufe, genau. Ja, genau. Bist du jetzt eigentlich, hast du dich jetzt gerade bewegt oder hast du dich gedreht, wenn du das hier machst? Okay, ich sag, was ich tue. Ja, genau. Jetzt bewege ich mich nur, ich drehe mich nicht. Ja. Jetzt habe ich auch gehört, mich zu bewegen. Momentan ist es hinter mir. Ja. Das ist jetzt hinter uns, genau. Wenn wir einen Rückspiegel hätten, wäre es genau. Im Rückspiegel sichtbar. Ja. Und jetzt bewege ich mich nicht, sondern ich drehe mich. Ja. Okay, und jetzt erscheint es wieder und ist aber gespiegelt jetzt, ja. Okay, ja. Jetzt ist das Spiegel wieder zu dem Punkt. Ja. Gut. Ja. Okay. Rotation. Was ist eigentlich eine Rotation? Was heißt drehen? Im Dreidimensionalen lernt man, dass man um Achsen drehen kann. Das heißt, wenn ich hier so eine Achse habe, dann kann ich halt also drum drehen. Und auf der Achse liegen genau die Punkte, die ihre Position dabei nicht ändern. Ne? Aber das ist Quatsch, dass man um Achsen dreht, wie man schon am Zweidimensionalen sehen kann. Was habe ich denn, wenn ich eine Zweidimensionale Welt habe, wenn ich ein Blatt Papier habe, was kann ich denn da für Drehungen machen? Da drehe ich um den Punkt. Also was ist unsere Vermutung? Um was dreht man im Allgemeinen, wenn man einen beliebig-dimensionalen Raum hat? Im zweidimensionalen dreht man um den Punkt. Der Punkt ist ein nulldimensionaler Raum. Im dreidimensionalen dreht man um eine Achse, ist ein eindimensionaler Raum. Und was dreht man im vierdimensionalen?
Und der Körper? Keine Ahnung. Welche Dimension hat der Körper? Drei dann? Ja, okay, so ein bisschen. Also es gibt nichts Zweidimensionales an Ebenen, wo die Punkte fixiert bleiben. Also so stimmt es nicht. Was man noch alles sagen wollen? Ja, man könnte es vielleicht hypergerade nennen. Ja. Also ein vierdimensionaler Ball ist halt eine Ebene. Es ist halt zwei Dimensionen niedriger als ein ebener Raum. Genau. Aber so sollte man, glaube ich, eigentlich auch nicht denken. Es ist doch viel einfacher, wenn man sagt, man dreht immer in einer Ebene. Zum Beispiel, wenn ich einen zweidimensionalen Raum habe. Jetzt kann ich in einer Ebene drehen. Zufällig ist die Ebene halt immer mein ganzer Raum. Das heißt, es dreht sich immer mein ganzer Raum, bis auf den einen Punkt. Also was ich, um eine Rotation zu machen, muss ich sagen, ich lege einen Punkt fest. Und jetzt muss ich noch eine Ebene festlegen, die aus dem Punkt geht. Im zweidimensionalen bin ich dann jetzt schon fertig, weil ich muss diese Ebene nehmen und dann drehe ich halt diese Ebene. Im dreidimensionalen lege ich einen Punkt fest, jetzt lege ich eine Ebene fest und jetzt drehe ich in dieser Ebene. Was soll das heißen? Ich möchte diese Ebene drehen, dabei dreht sich halt noch ganz viel von dem anderen Raum auch. Es dreht sich nicht nur die Ebene, es dreht sich auch hier oben was. Und die Achse, die senkrecht steht auf meiner Ebene, die bleibt halt fest. Okay. Aber dann weiß ich auch immer, was das Wort Drehwinkel bedeutet. Genau, wenn in dieser Bedeutung von Drehung wissen wir auch immer, ja. Okay, ich habe die Ebene gedreht und zwar um 5 Grad. Ja. Keine Ahnung. Ja. Genau. Und das kann ich natürlich auch im vierdimensionalen machen. Ich kann sagen, ich nehme einen Punkt, zum Beispiel den Ursprung, und ich nehme eine Ebene, zum Beispiel die XY-Ebene, und jetzt drehe ich halt. Zum Beispiel um 90 Grad drehen heißt, die neue Y-Quadrate ist die vorherige X-Quadrate und die neue X-Quadrate ist minus die vorherige Y. Und jetzt ist klar, mathematisch kann ich das genauso gut mit anderen Achsen machen und mit anderen Richtungen machen. Ich brauche zwei Richtungen, die senkrecht aufeinander stehen, damit ich halt eine Ebene habe, die aufspannen. Und dann kann ich in dieser Ebene drehen. Und entspricht das genau der speziellen orthogonalen Gruppe? Die wird von diesen Drehungen immer erzeugt. Vielleicht weiß ich, mir ist gerade von 30, glaube ich, zum Sehen. Erklär doch mal kurz, was die spezielle Gruppe ist, wenn ich was anderes. Im Prinzip Transformationen mit einer Matrix, die Dekremente 1 hat und alle Spalten und Zeilen sind orthogonal zueinander. Also, genau, mit der orthogonalen Matrix mit Dekremente 1. Man kann auch sagen, es ist halt eine Transformation des Raumes, die, sagen wir mal, den Ursprung festhält. Und was heißt jetzt orthogonal? Das heißt, dass keine Längen verändert werden von dieser Transformation und dass keine Winkel verändert werden von dieser Transformation. Also wenn ich vorher irgendeinen Winkel hatte und ich drehe es irgendwie, ist der Winkel von 2 Grad oder so immer noch dasselbe. Und der Determinante 1 heißt, ich darf nicht spiegeln. Ich darf nicht einfach ein Spiegelbild von was anschauen, weil da will ich ja immer die Orientierung genau umkehren. Und in der speziellen orthogonalen Gruppe sind nur die drin, die die Orientierung erhalten. Jo, man kann sehen, dass das erzeugt wahrscheinlich aus der Querzwiegen, aus dem Winkel. Kann gut sein. Ich glaube, das ist auch schon mal. Also genau, jetzt ist die Frage, diese spezielle orthogonale Gruppe, also wenn ich sage, diese Transformationen, die diese tollen Eigenschaften haben, habe ich da schon alle, wenn ich meine Drehungen in Ebenen anschaue. Und die habe ich nicht alle. Es ist ein toller Zufall sozusagen, dass es im Dreidimensionalen so ist. Wenn ich im Dreidimensionalen eine Drehung mache, das heißt irgendeine Transformation des Raumes, die den Ursprung festhält und alle Winkel und Längen erhält und die Orientierung erhält, dann ist das immer eine Drehung um irgendeine Achse oder anders gesagt eine Drehung in einer Ebene. Also das ist eine fancy Eigenschaft vom dreidimensionalen Raum. Und im vierdimensionalen ist es halt nicht mehr so. Im vierdimensionalen gibt es solche Transformationen, die keine Drehung sind. Aber sie sind halt zwei Drehungen hintereinander ausgerichtet. Also ich glaube zwei Reichen, weiß ich genau. Also du kriegst dann jede solche Transformation, indem du erst eine Ebene festlegst und dir irgendwas drehst und dann eventuell eine andere Ebene drehst. Das ist halt jetzt auch eigentlich im dreidimensionalen total unpossibel erstmal. Ne? Wenn ich sage, ich drehe erst um diese Achse ein Stück und jetzt nehme ich eine neue Achse und drehe um die ein Stück. Um welche Achse habe ich denn jetzt insgesamt gedreht? Keine Ahnung erstmal, aber man kann es irgendwie ausrechnen. Okay, im vierdimensionalen, wie gesagt, wir drehen nicht um Achsen, wir drehen in Ebenen. Genau. Okay, was ich gerade zeigen wollte, ist, wie das Drehen hier so ausschaut. Also vielleicht zeige ich schnell, also hier ist meine Datei Transformation. Was ist denn eine Transformation? Das ist jetzt ganz schlecht zu sehen. Eine Transformation besteht aus einem Rotationspart und einem Translationspart.
Also wir haben jetzt gerade über den Roboter zogen geredet, über Drehungen. Und dann kann es natürlich auch sein, dass ich meinen Raum irgendwie verschoben habe, weil ich mich woanders hin bewegt habe. Das nenne ich also eine Transformation. Und dieses N und dieses V da, die Typen davon, das steht quasi für Matrix und Vektor. Der Rotationspfad, der ist durch eine Matrix gegeben und der Translationspfad ist durch einen Vektor gegeben. Und, schauen wir uns Rotationen an. Ja, das ist ein Grund, dass du das so machst und nicht über projektive Transformationen? Also, projektiven Raum? Ich glaube, es hat nicht so wirklich einen gescheiten Grund. Also genau, wenn man so OpenGL-Zeug macht und so, dann stellt man immer so eine Transformation durch eine 4x4-Matrix dar. Wow, komisch, 4x4, wir wollen doch Transformation des dreidimensionalen Raums beschreiben, da braucht man eine 3x3-Matrix. Aber wenn man eben diesen Vektor da, den Translationsvektor noch mit reinstecken will, dann ist es halt eine 4x4-Matrix. Und wenn man dann homogene Koordinaten, und das ist halt toll, weil man einfach die 4x4-Matrizen modifizieren kann, um die komponierte Transformation des Raumes zu kriegen. Man kann noch mehr machen, kann auch noch so projektive Transformationen machen, dass es perspektivisch aussieht. Genau. Das kann man echt nicht machen, dass es perspektivisch ausschaut, sondern es sind nämlich. Oder warte kurz. Also genau, man kann noch mehr machen, man kann projektive Transformationen machen, aber dass das dieses perspektivisch ausschaut, da kommt immer dazu, dass du an irgendeiner Stelle Sachen, die weit hinten sind, die müssen kleiner sein. Das heißt, du musst irgendwann durch deine Z-Koordinate teilen. Und das kriegst du mit einer Matrix modifizieren nicht hin. Aber das wird trotzdem nur so gemacht bei OpenGL. Da ist dann an einer Stelle irgendwann, wenn die Position von einer Ecke, von dem Vertex fertig berechnet ist, dann wird einmal durch die Z-Koordinate geteilt. Und dann kannst du vorher alles mit Matrizen machen, was du machen willst. Und yeah. Das. Genau. Okay, also was ist eine Rotation? Hier steht die Typsignatur. Fangen wir mit der letzten Zeile an. Im Prinzip sollte eine Rotation was sein, was eine Zahl nimmt, also ein A, A ist hier mein Skalarchip, ja, Floating A steht hier, und macht daraus eine Transformation. Das heißt, A ist einfach, also das ist einfach der Winkel, um den ich drehe. Aber vorher will ich ja noch sagen, in welcher Ebene ich drehe. Und wie gebe ich die Ebene an? Na, das steht hier. Ich gebe eine Lens an. Ja? Also wir lernen hier die Lens Library. Und V ist jetzt mein Vektortyp. Das ist, wenn ich das dreidimensional laufen lasse, dann ist es ein dreidimensionaler Vektor. Und wenn ich vierdimensional laufen lasse, ein vierdimensionaler Vektor. Und ich will hier eine Lens von einem drei- oder vierdimensionalen Vektor zu einem zweidimensionalen Vektor, weil mir das genau eine Ebene gibt. Ja? Das sucht zwei Koordinaten aus den drei oder vier. Genau, und dann kann ich da meine Rotation hinschreiben. Und ja, das wollen wir ganz genau weiter anschauen. Aber vielleicht schauen wir uns an, wie diese Vektortypen eigentlich ausschauen. Also V2 hier ist halt ein zweidimensionaler Vektor und wie gesagt, es gibt auch drei vierdimensionale. Und dieses V2, das kommt nicht aus der Lens Library, sondern aus der Linear Library von Qmatch. so vieles. OpenGL war nichts. Na, schauen wir uns nochmal einen dreidimensionalen Vektor an, linear.v3. Und da steht, ein dreidimensionaler Vektor besteht halt aus drei Skalarwerten. Wunderbar. Stimmt. Danke. Okay. Hier steht aber noch mehr drin. Hier steht zum Beispiel, in linear.v3 steht zum Beispiel das Kreuzprodukt, weil das nämlich was ist, was man nur im dreidimensionalen machen kann. Was ich aber eigentlich sagen wollte ist, hier steht zum Beispiel ein dreidimensionaler Vektor, der hat eine x-Komponente. Also R1 ist eine Typklasse, wo alle Vektoren drin sein sollen, die eine x-Komponente haben, also die mindestens eindimensionale Vektoren sind, und dann hat man da halt diese Lenz unterstrich x. Und das ist auch was Zweidimensionales. Also wird hier das definiert, okay? Es gibt eine Typklasse R2 und V3 ist zum Beispiel eine Instanz von R2. R2 ist die Typklasse der Vektortypen, die eine erste und eine zweite, eine x- und eine y-Komponente haben. Und dann habe ich eben eine Lenz zum Beispiel, ist unterstrich xy, was also eine Lenz von meinem Vektortyp zu dem V2-Typ ist, von dem ich weiß, er hat zwei Komponenten.
das heißt, ich kann also Sachen polymorphen Dimensionen machen, indem ich einfach sage, die Dimension ist dadurch gegeben, welchen Vektortyp ich da einsetze. Also zum Beispiel diese Funktion, die eine Rotation baut, eine Transformation baut, die eine Rotation ist, die funktioniert für alle Vektortypen. Also ich habe, hier steht SumVector, das ist ein Constraint, den ich mir selber gebaut habe, wo also das Mögliche drinsteht, was ich vom Vektortyp halt nicht erwarte. Aber beliebige Vektortypen von beliebigen Dimensionen kann ich dann da einsetzen. In dem Fall ist eine Beschränkung dadurch da, dass ich sage, ich will aber danach außerdem noch eine Lens nach V2 von diesem Vektortyp. Und wenn ich zum Beispiel eine Rotation in der XY-Ebene machen will, dann könnte ich sagen, na, mein Constraint ist halt, mein Vektortyp muss R2 erfüllen. R2 sind die Vektortypen, die die X- und die Y-Richtung zulassen. Dann funktioniert das für 2-dimensionale Vektoren, für 3, 4, 5 und so weiter, aber für 1-dimensional nicht. Genau, so kann ich also Sachen polymorph in der Dimension schreiben. Ne? Und das Linear-Paket, das ist quasi für euklidische Vektoren, weil das immer mit Skalarprodukt hat. Weil hier steht orthogonale Basisvektoren in der Beschreibung. Ja. Das Wort orthogonal macht hier nur Sinn, wenn man Skalarprodukt hat. Ja, okay, euklidische. Mit, ja, ich würde sagen, genau, mit einer gegebenen euklidischen Struktur, also mit gegebenen Skalarprodukt. Ja. Es ist ja auch ein bisschen. Also man kann das orthogonal vielleicht auch so interpretieren, ich habe zwei Lenses X und Y und die Lenses sind orthogonal zueinander im Sinne von, wenn ich die eine sette, dann ändert sich der Wert, den ich bei der anderen sette nicht. Ja. Ja. Genau, eine andere Sache, die ich polymorph in der Dimension geschrieben habe, ist, ist das hier. Hier steht der Algorithmus, der dieses Labyrinth eigentlich macht. Also es ist ja kein Labyrinth, sondern es ist eigentlich nur ein Tunnel durch einen dreidimensionalen oder vierdimensionalen Raum. Und hier steht, wie ich eigentlich diesen zufälligen Pfad durch den Raum berechne. Und was ist hier der Typ? Naja, ich gebe halt einen Startpunkt und einen Zielpunkt an, haue wieder meinen Vektortyp und diesmal sollen dann immer Ints drinstehen in den Vektoren. Also ich gebe einen Vektor von Ints an und noch einen Vektor derselben Dimension von Ints und dann bekomme ich M ist eine Modal Random, das heißt, da komme ich auf zufällige Weise eine Liste von Vektoren, die genau diesen einen Punkt mit dem anderen verbinden. Probieren wir das nochmal schnell in GLC aus. Wenn ich zum Beispiel einen Random Path von 0 nach V2, 2, 3 habe, also hier steht der Vektor, der zweidimensionale Vektor, der Einträge 2 und 3 hat. Und 0 ist halt der polymorphe 0-Vektor. Dann bekomme ich hier zum Beispiel 0, 0, 1, 0, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Ein Pfad von 0, 0 nach 2, 3. Und wenn ich stattdessen hier einen 3-dimensionalen Vektor einsetze, zum Beispiel einen Pfad von 0 nach 1, 2, 3, dann bekomme ich halt einen von 0 nach 1, 2, 3. Genau, und wie lege ich jetzt eigentlich am Ende fest? Mit welcher Dimension ich das Programm jetzt laufen lassen will. Also ich bin damit auch noch nicht so ganz zufrieden. Wahrscheinlich weiß wohl niemand von euch, wie man das besser machen kann, weil eigentlich würde ich ja gerne sowas machen, dass ich aus einer Konfigurationsdatei zum Beispiel einlese, also dass zur Laufzeit halt erst festgelegt wird, welche Dimension ich gerade haben will. Und im Moment funktioniert es halt so, dass ich hier jetzt mal neu kompilieren muss, weil ich hier zwei Variablen binde, nämlich erstens Word, und zweitens eine Rotation Method, was auch immer das ist. Und ja, wie wir vorhin ja schon angeschaut haben, wenn ich hier jetzt halt Rot 3D reinschreibe, statt Rot 4D Quaternion, dann wird das plötzlich die dreidimensionale Welt. Also, wahrscheinlich sollte ich sagen, was Rot 3D für einen Typ hat. Wow. Was hat denn Rot 3D für einen Typ? Das ist eine Rotation Method mit Parametern V3 und A und das ist Rot 4D Quaternion für ein Typ, das ist halt eine Rotation Method V4 A. Gut, das heißt, da geht, also so wird quasi die Information über die Dimensionen durch das Typsystem durchpropagiert. Ne? Ich ändere hier einmal eine Variable, die dieses V3 oder V4 im Typ enthält und dann wird an allen anderen
Stellen, wo ein Vektortyp vorkommt, wird dann erschlossen, welchen Typ ich da habe. Gar nicht, weil du musst das gleich statisch wissen. Du kannst dir einen Rekord bauen, der besteht aus einer Welt und einer entsprechenden Rotationsmethode und dann das mit einem Existential Type rappen und dann halt entsprechend entweder den einen Rekord zurückgeben oder den anderen. Und du hast dann praktisch diese Informationen, über welche Dimension das ist, welcher oder welcher Rekordtyp, komplett versteckt und du kannst dir nicht mal anschauen. Type, ne? Also du musst dann halt praktisch alles, was du schreibst, so sozusagen agnostisch schreiben bezüglich dem Vektor, den du da hast. Aber das hast du ja eigentlich schon gemacht, von daher sollte das kein Problem sein. Das funktioniert für beliebige Dimensionen oder nur für also nicht nur musst du Status sagen, wie weit du gehst? Nicht wie weit du gehst, aber du hast halt wahrscheinlich dann, nee, das sollte für beliebige funktionieren, aber du musst ja natürlich irgendwie deine Konfigurationsdatei haben. Und da, wo du das machst, musst du natürlich irgendwie statisch angeben, was du für Optionen hast. Ja, ja, genau, also das meine ich. Du kannst nicht einfach in die Konfigurationsdatei ein N reinschreiben und dann, also sagen, in gleich 17 und dann. Ich weiß nicht genau, wie das mit dieser. Das ist jetzt die Frage, ob es möglich ist, überhaupt eine Rotationsmethode generisch hinzuschreiben für beliebige Änderungen. Das könnte man schon machen, das erfordert halt noch so ein bisschen Trickserei, aber das kriegt man schon auf die Reihe. Genau, das ist ja. Also man muss halt dann diese Dimensionsinformationen ins Typsystem reinkriegen, aber das sollte eigentlich auch kein so großes Problem sein, weil es ist nur eine natürliche Zahl. Also das würde vermutlich auch gehen. Also es ist wirklich schön, aber es sollte okay, eigentlich theoretisch. Wir sind uns einig, dass wir dann, wenn wir das wollen, dann brauchen wir irgendeine Form, so eine Art Raffinierung oder irgendwas, was zumindest. Genau, aber Haskell kann das auch schon. Ganz normales Haskell kann das auch. Aber ganz normales Haskell. Was ist jetzt das Problem, wenn ich sage, ich habe hier eine Rotationsmethode? Ja, ich glaube, ohne. Für irgendeinen Vektortyp und jetzt nenne ich diesen Typ wieder irgendwas Neues. Jetzt kommt da der Vektortyp nicht mehr als Typ, was ich habe nicht vor. Und jetzt sage ich davon, habe ich drei verschiedene. Nee, genau, dann hast du kein Problem, aber vielleicht willst du halt irgendwann mal in deinem Rotationscode oder wenn du mal zwei Matrizen miteinander ziehst oder sowas, dann haben die halt auch irgendeinen Typ. Ja. Und im Typ steht ja vielleicht die Dimension als Typvariable drin. Und da fängt das Problem quasi an, dass du zur Laufzeit eine Variable hast, die die Dimension ergibt, aber das ist ja eine Integer-Variable, die könnte 7 sein. Und jetzt musst du das irgendwie ins Typniveau schreiben, deine 7x7-Matrizen handhaben zu können. Wenn du nur eine Konfigurationsdatei in Option haben willst, will ich jetzt 3 oder 4 Dimensionen, ist kein Problem. Mhm. Aber wenn du jetzt irgendwie reinschreiben willst, eine beliebige Zahl n, ich will irgendwie 4, 5, 6 oder 10.000 Dimensionen, das wird natürlich ein bisschen anspruchsvoll. Yes. Darum geht es gerade. Aber wenn das irgendwie wirklich nur eine endliche Anzahl von Optionen ist, das ist ja gar kein Problem. Könnte man das theoretisch aber untypisiert machen, vielleicht? Das könnte man auch. Warum? Wäre es viel zu einfach. Ne? Also es gibt ja auch einen Linearpunkt V. Also in solchen Fällen suche ich dann in Isabella irgendwas rum. Und ich glaube, hier werden Type-Level Naturals verwendet. Als Index. Und dann funktioniert es doch wieder, oder? Weil ich kann doch sagen, ich habe hier einen Integer und ich will das jetzt, ich will den Typ dazu machen und ich will meinen Type-Level Naturals. Ja, genau. Der Punkt ist, du willst halt im Prinzip eigentlich eine Funktion haben von Int nach irgendwie V, N, A, wobei das N halt irgendwie die Typrepräsentation von dem Int ist, den du gerade dynamisch eingegeben hast. Ja. Ich will nicht wissen, wie man das macht, ob es noch geht. Das ist nicht so schlimm. Oleg hat das schon gemacht. Also Oleg hat das gemacht, genau. Und der Trick ist quasi einfach, dass du, also du kannst nicht direkt sowas zurückgeben von diesem Typ, den gibt es nicht, aber du kannst noch vom Auto verlangen, dass er dir eine Continuation gibt, welche mit einem beliebigen Type-Level N klarkommt, und dann nimmst du diese Continuation auf. Eine gute Anwendung von Continuations. Okay. Wir sehen die vielen Vorteile von Dimensionen im Typsystem kodieren, zum Beispiel man lernt ganze Zeug über Typsysteme. Ja. Okay. Aber man braucht das halt auch eigentlich echt wirklich ständig. Also wenn man irgendwie mindestens 5 Extensions hat, dann hat man auch nicht richtig festgefunden. Also wir haben damals, als wir für unsere Info 2 Vorlesung dieses Testsystem beschrieben haben, da haben wir auch irgendwie 15 verschiedene GHC-Erweiterungen gebraucht und Type-Level-Listen. Also es ist wichtiger Real-World-Code, wenn man das immer braucht. Als ich letztens eine Demo machen wollte und dann den Predicated Types anschalten musste, habe ich mir gedacht, jetzt hört es irgendwann auf. Brauche ich wirklich einen Predicated Types, um diese Katzen-Webseite an. Aber vielleicht ja, also. Ich wollte noch eine Sache im Linear-Paket zeigen. Wir haben hier den Typ der 3x3-Matrizen.
Und was ist der Dreieck? Das ist der Muppets mit Einträgen vom Typ A. Das ist ein Vektor der Länge 3 von Vektoren der Länge 3 vom Typ A. Das ist natürlich irgendwie eine elegante Sache. Und hier ist was Witziges, nämlich das Produkt von Matrizen. Der Typ davon, den wollte ich anschauen. Also das nimmt eine Matrix, da stehen halt jetzt irgendwie zwei Funktoren M und T verschachtelt, und eine andere Matrix, T und N, und gibt eine Matrix M, N zurück. Hm. Und was ich da halt witzig finde, der Rückgabewert ist halt M, N, A. Also das, und aus den Eingabewerten M, T und T, N, was halt genau dem entspricht, dass eine M kreuz N Matrix mal eine N kreuz K Matrix ist, eine N kreuz K Matrix. Ja. Das sieht man hier halt am Typ von der Matrix-Multiplikation. Und außerdem ist hier natürlich witzig, dass man irgendwie genau sieht, welche Eigenschaften von diesen Funktoren man da eigentlich braucht. Von N brauche ich scheinbar nur, dass es ein Funktor ist. Von T brauche ich, dass es foldable und additive ist. Und von N, dass es additive ist. Also additive ist eine Klasse aus dem. Ja. Okay, dann vielleicht noch kurz zu OpenGL-Zeug. Ich will nur ganz kurz über die Haskell OpenGL, über das Interface reden, weil man da, finde ich, sieht, dass das Interface ein bisschen schöner geworden ist, dadurch, dass man es von einem C-Interface zu einem Haskell-Interface gemacht hat. Weil OpenGL, das ist halt sehr state-behaftet, also ich setze ständig irgendeinen State und weiß dann, dass ich irgendwas machen kann, und das ist natürlich irgendwie total blöd. Zum Beispiel gibt es eine Funktion, GL4Color, also C-Interface, da setze ich halt irgendwie meine Farbe rein und das ist dann die Farbe, mit der immer der Bildschirm im Hintergrund gelöscht wird. In meinem Fall war es schwarz, weil ich wollte, dass es auch noch so ein schwarzes, wenn man damit sieht. Ja. Und dann, wenn ich Clear aufrufe, dann wird diese Clear-Color halt verwendet. Und andererseits, associated gets, GL-get with argument GL-clear, GL-color-clear-value. Also diesen Wert, den ich mit GL-clear-color setze, den kann ich mit der Funktion GL-get wieder rausfinden, indem ich das richtige Argument hier übergebe. Also es ist irgendwie überhaupt nicht intuitiv, dass diese zwei Sachen zusammengehören. Und wie ist das bei Haskell OpenGL? Was ist das hier? Moment. Hier, ClearColor ist eine State-Variable, eine Zustandsvariable vom Typ eine Farbe, also mit vier Float-Komponenten. Und was ist eine State war? Naja, die unterstützt halt im Wesentlichen zwei Operationen, nämlich man kann in der IO-Monade einen Wert setzen und man kann in der IO-Monade einen Wert rausscannen. Also das sind halt irgendwie diese Sachen, die... Das heißt, wenn ich irgendwie einfach vergesse, das Ziel-End aufzurufen, passiert halt irgendwie so viele Zeug und so, und man macht es dann, glaube ich, meistens so, dass man tatsächlich die Befehle zwischen den Beginn und End einrückt, obwohl es ja von der Syntax des Programms hier überhaupt nicht ein eigener Block ist oder so. Wie ist das denn in Haskell? Ich weiß nicht, ob es hier ist. Nein. Es gibt eine Funktion renderPrimitive. Die nimmt einen Primitive Mode, also das ist einfach ein Wert, der angeblich jetzt Quadratzeichen oder ein Dreieck oder so, und macht dann aus einer IO-Option eine neue IO-Option, indem man halt vor dieser Aktion beginnt und danach End aufruft. Da kann ich also nicht mehr vergessen, einzeln. Was macht das Unsafe für eine Primitive? A more efficient but potentially dangerous version. The given action is not allowed to throw a function. Okay, genau. Ja, was wollen wir denn noch ein bisschen reden? Da stellt sich jetzt mir gerade die Frage, warum ist das I.O. und nicht irgendwie eine spezielle OpenGL-Monade? Ja, das habe ich mich auch schon mal gefragt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist einfach was man besser hätte machen können an dem Interface. Aber wo quetscht die beiden? Ja, ist komisch, ne? Ja. Ich fühle mich auch immer hier zum Gedanken, ich vergesse da bestimmt irgendwas. Aber du ist halt allgemeiner. Also ich gehe mal stark davon aus, dass man mit der Zoom-Sync halt einfach alles machen kann. Aber, ja. Ja, genau. Ein Grund könnte zum Beispiel sein, vielleicht will man innerhalb dieses Render-Primitives da auch manchmal anderes IO-Zeug machen. Ja, gut, da könnte man halt ein OpenGLT machen. Ne? Ja.
mit einer Monad.io-Instanz, wo man dann halt einliften kann. Also das ist, machen halt so gut wie alle, die irgendwie ihre Aktionen. Okay, genau. Und die GL-Monade wäre dann trotzdem so ein Wrapper um IO-Zeug, oder? Im Wesentlichen ja. Aber das führt halt dazu, dass man, wenn man irgendwie beliebige Seiteneffekte machen wollen würde, dann halt über explizit Lift.io hinschreiben muss, damit man sich halt im Klaren ist, dass das jetzt irgendwie beliebiger Kram ist. Ja. Mhm. Das wäre der Stufe, genau. Wie könnte man vorstellen, dass man über OpenGL beliebige Dinge letztlich ausführen kann? Ja. Ja. Ich meine, GL ist doch IO, man erzeugt ja Output. Ja, der Punkt ist halt selbst bei solchen Sachen, also es gibt halt so, auch so Git-Bindings für Haskell und die machen im Prinzip auch nichts großartig anderes als irgendwelche Dateisystem-Operationen zu machen. Und selbst dafür gibt es eine eigene Monade, einfach damit man irgendwie sich im Klaren ist, dass man meistens halt die beschränkte Operation macht auf dem Punkt-Git-Verzeichnis und dann halt, wenn man irgendwas anderes machen will, muss man halt Lift.io hinschreiben, damit man halt seine Intention klar macht. Irgendwie noch anderes Zeug passiert. Zu den Rotationen, die ich hier, wenn ich noch was sagen kann, ich habe vorhin gesagt, ich erlaube quasi nicht alle Rotationen in meinem Programm hier. Und zwar ist es tatsächlich so, wenn man die Richtung angegeben hat, in die ich gerade schaue, dann ist die komplette Rotation des Raumes schon festgelegt. Also das ist was abgefahren ist, wenn ich das im dreidimensionalen Versuch zu machen, dann geht das tatsächlich gar nicht. Es gibt keine konsistente Art und Weise zu sagen, wenn ich in die Richtung schaue, dann soll der Rest der Welt so und so gedreht sein. Dann, also das würde immer dazu führen, wenn ich jetzt versuche, mich in irgendeine Richtung zu drehen oder so, dass ich dann doch wieder in dieselbe Richtung schauen kann und dabei eine andere Richtung dabei raus habe. Also es gibt keinen mathematisch ausgebildeten, es gibt keinen globalen Schnitt vom Tangentialbündel der S2 der ins Hinweis stelle. Aber also das ist mir vorhin ein ganz guter Vorschlag. Wenn ich schaue halt in eine Richtung, dann erzeuge ich eine Drehachse durch mein Schauen, nämlich nach vorne. Ja, also im dreidimensionalen Schauen, ja. Ja, und jetzt will ich um diese Drehachse drehen. Genau, ich meinte, wahrscheinlich habe ich es dann vielleicht ausgedrückt. Ich muss das dreidimensional zeigen. So soll ich das erklären. Warum machen diese Ego-Shooter das eigentlich so, dass oben immer oben ist? Ja. Vielleicht gibt das schon auch irgendwie Sinn, weil es dann mal Schwerkraft gibt, die halt nach unten zeigt und so. Aber ich glaube, sie machen es schon auch irgendwie deswegen, damit die Steuerung einfacher ist. Es ist dann nämlich so, dass Maus hoch bewegen und Maus zur Seite bewegen, das konnotiert dann, weil nach oben ändert einfach diesen Winkel und zur Seite bewegen dreht immer um die senkrechte Achse. Ja. Das heißt, es ist egal, ob ich erst nach oben, dann zur Seite drehe oder andersrum. Mhm. Ich habe gesagt, ich finde das blöd, wenn eine Richtung besonders ist. Und deswegen ist das hier so, wenn ich mich erst nach oben drehe und dann nach links, dann ist das was anderes, als wenn ich mich zuerst nach links drehe und dann nach oben. Nochmal, ich drehe mich nach oben, jetzt drehe ich mich nach links. Ich gehe zurück, jetzt drehe ich mich nach links und dann drehe ich mich nach oben. Und das meine ich so ungefähr. Also, wenn ich die nach oben Richtung festhalte, dann ist es eben auch so. Wenn ich in die Richtung schaue, dann weiß ich, die Richtung ist vorne, die Richtung ist oben, das geht nicht so richtig, weil ich stehe nicht senkrecht da, dann ist halt die Richtung oben. Ja. Und jetzt weiß ich auch, wo rechts und links ist, nämlich da und da. Ja. Das heißt, in so einem üblichen Ego-Shooter weiß ich, wenn ich genau in diese Richtung schaue, dann habe ich die komplette Rotation meines Raumes um mich herum schon festgelegt. Ich weiß, wenn ich weiß, was vorne ist, weiß ich auch, was rechts ist und was oben ist. Und das weiß ich hier in meinem Programm also nicht, ja. Ich kann so nach vorne schauen und jetzt ist irgendwas rechts und oben. Ich kann aber auch hier in dieselbe Richtung nach vorne schauen und jetzt ist anderes rechts und oben. Ja. Und dass ich jetzt Mausrad benutze, um mich so zu drehen, das tut gar nichts zur Sache. Ich kann es auch so machen. Okay, und im Vierdimensionalen fand ich halt so toll, dass es funktioniert. Man muss keine Richtung als besondere Richtung aussuchen und es funktioniert trotzdem, dass die nach vorne Richtung schon festlegt, was die nach links und nach oben und nach rechts Richtung ist. Also das funktioniert natürlich nur, wenn man nicht alle Drehungen im Raum zulässt, also nicht alle Posen, nennt man das, eine Position zusammen mit einer Drehung des Raums, ja. Ist eine Pose und ich weiß, wenn ich in diese Richtung schaue, dann ist immer dieses hellblau da rechts von mir. Ich könnte jetzt versuchen, irgendwie auf eine andere Weise in diese Richtung zu schauen, aber ich kriege es nicht hin. Wenn ich jetzt das Mausrad benutze, dann ist es so, ich schaue nicht mehr in dieselbe Richtung.
getroffen hat, dreht jetzt zwar die Ebene oben und rechts. Es sieht ein bisschen so aus, als würde ich nicht um eine Achse, die nach vorne zeigt, drehen. Aber sie dreht auch die nach vorne Richtung mit der vierten Richtung, mit der W-Richtung, die ich nicht sehen kann. Deswegen ist plötzlich was anderes vor mir, wenn ich das Mausrad gedreht habe. Und so ist tatsächlich auch, wenn ich nicht das Mausrad, sondern die anderen Drehungen mache, wenn ich mich nach rechts drehe, dann dreht sich tatsächlich, dann mache ich eine Drehung in der nach vorne und nach rechts Richtung, also diese waagerechten Ebene mache ich eine Drehung, aber gleichzeitig ändert sich auch die oben Richtung. Jetzt ist dieses dunkel lila da oben und jetzt ist dieses helle grün da oben. Ah. Und daher kommt es halt auch, dass sich irgendwie Decke und Boden plötzlich ändern, wenn ich mich waagerecht drehe. Und diese Drehungen, die ich dazu lasse, die kann man mit Quaternionen ganz toll beschreiben. Quaternionen sind so Dinger, ein Quaternion besteht aus vier reellen Zahlen und man kann sie irgendwie multiplizieren und sie sind ganz toll, man muss immer aufpassen, welche Reihenfolge man sie multipliziert, anders als bei komplexen Zahlen oder so. Das sind Quaternionen und man kann Quaternionen vom Betrag 1 ganz toll verwenden, um Drehungen im dreidimensionalen Raum zu beschreiben. Und zwar um alle Drehungen im dreidimensionalen Raum zu beschreiben. Und zwar hat man dann immer genau zwei Quaternionen vom Betrag 1, die dieselbe Drehung im dreidimensionalen Raum beschreiben. Man kann Quaternionen aber auch benutzen, um Drehungen im vierdimensionalen Raum zu beschreiben. Und zwar geht es einfach so, ich nehme meinen Vektor aus vier Zahlen. Jetzt will ich wissen, was meine Drehung angewandt auf diesen Vektor ergibt für einen neuen Vektor. Dazu interpretiere ich den Vektor als Quaternion, multipliziere mit meinen gegebenen Quaternionen und interpretiere das Ergebnis wieder als Vektor. Also ich lasse hier als Drehung nur die Multiplikationen mit Quaternionen zu. Und dabei beschreibe ich jetzt nicht alle Drehungen im vierdimensionalen Raum, aber dafür beschreibe ich auch keine doppelten, ich beschreibe nur manche. Und zwar kann man sich die noch anders vorstellen, diese Drehungen. Man kann die gleichwinklige Drehungen nennen. Das sind nämlich Drehungen in zwei Ebenen um denselben Winkel. Aber nicht in zwei beliebigen Ebenen, sondern zum Beispiel in der waagerechten Ebene hier, der Vorwärts-Rechts-Ebene und gleichzeitig in der oben- und vierte Richtung-Ebene. Das sind nämlich zwei Ebenen, die senkrecht aufeinander stehen. Im Dreidimensionalen kann ich auch sagen, ich habe hier eine Ebene, jetzt mache ich hier eine Ebene, die steht senkrecht auf der, aber das meine ich nicht, weil die schneiden sich in einer Geraden. Ich meine zwei Ebenen, die senkrecht aufeinander stehen, sich nur in einem Punkt schneiden. Geht im Dreidimensionalen nicht und im Vierdimensionalen geht schon. Und wenn man zwei solche Ebenen nimmt und in diesen beiden Ebenen um den gleichen Winkel dreht, dann bekommt man so eine sogenannte gleichwinklige Drehung, die genau von so einem Quaternion herkommt. Und ist da die Reihenfolge wichtig? Sehr gute Frage. Wenn man in Ebenen, die senkrecht aufeinander stehen, dreht, dann ist die Reihenfolge egal, ob man erst in der einen oder in der anderen dreht. Okay. Genau. Okay, das heißt, Maus waagerecht bewegen, dreht X, also dreht Vorwärts-Rechts-Ebene und gleichzeitig oben vierte Richtung-Ebene. Maus nach oben und unten bewegen, dreht die Vorwärts- und Oben-Ebene und gleichzeitig die Links-Rechts- und vierte Richtung-Ebene und so weiter. Genau, und ich, das fand ich eine ganz tolle Idee, dass man diese gleichwinkligen Drehungen verwenden kann, weil ich das Gefühl hatte, das wird die Steuerung stark vereinfachen. Also, weil ich halt nicht mehr irgendwie unglaublich viele Freiheitsgrade habe, sondern es sind tatsächlich eben nur drei Freiheitsgrade, glaube ich. Genau, weil ich kann nur Quaternionen vom Betrag 1 nehmen, weil so ein Quaternion hätte 4 Freiheitsgrade, aber ich sage Betrag 1, das ist also diese Drehungen, die ich hier aussuchen kann, das ist also was dreidimensional ist, ich habe nur 3 Freiheitsgrade. Wie viele Freiheitsgrade hat man bei Drehungen im vierdimensionalen? Bitte? Wie viele Freiheitsgrade hat man bei Drehungen im vierdimensionalen? Ich glaube 6 Stück. Okay, jetzt ist die Frage, was ist eine Drehung? Ist eine Drehung das, was du vorher gesagt hast, mit in der Ebene oder ist eine Drehung einfach nur speziell auf dem Arm? Ja, genau. Also wenn du sagst, in der Ebene, wenn du die Ebene schon festgelegt hast und jetzt fragst, wie viele Drehungen in dieser Ebene gibt es, dann ist natürlich nur ein Freiheitsgrad. Mhm. Aber reden wir lieber über die spezielle orthogonale Gruppe. Ja? Und das wäre also die SO4. Und ich denke, die ist. Checkst du mich mal? Okay, mal so eine kleine Challenge. Okay. Okay. Ich würde vielleicht mal aufhören, falls ich das fragen. Ja, ich hätte noch. Ja. Ich würde gerne sehen, den Code, um den Schnitt zu brechen. Ah ja. Okay. Dauert eine Stunde. Also. genau, dafür muss ich kurz erklären, wie ich eigentlich meine Tesserakte hier beschreibe. Ja. Es gibt irgendwie zwei einfache Methoden, um
ein Polytop zu beschreiben. Was ist ein Polytop? Das ist ein Körper, der durch flache Flächen begrenzt ist. Also im dreidimensionalen halt einfach sowas wie ein Körper, der irgendwelche Flächen und Kanten und Ecken hat. Und im vierdimensionalen halt irgendein Körper, der durch flache dreidimensionale Sachen begrenzt ist und irgendwelche Ecken und Kanten und Flächen und Hyperflächen hat. Es gibt zwei Beschreibungen davon. Die eine habe ich jetzt quasi schon gesagt, nämlich man kann diese Hyperebenen angeben oder man kann die Ecken des Körpers angeben. Und was ich hier jetzt mache, ist die Hyperebenen angeben. Also eine Hyperebene anzugeben heißt ja einfach einen Vektor angeben, der senkrecht auf dieser Hyperebene steht und irgendwie einfach einen Punkt anzugeben, der auf der Ebene liegt oder sowas. Das heißt, ich beschreibe hier im Moment nur Tesserakte, eigentlich wollte ich noch anderes Zeug machen, aber leider gibt es Schwierigkeiten, zeige ich da noch. Aus wie vielen begrenzenden Hyperebenen besteht denn dann so ein Tesserakt? Naja, wie wäre es denn mit dem Würfel im Dreidimensionalen? Wie viele Ebenen brauche ich, um den Würfel zu begrenzen? Naja, halt hier oben, halt hier oben, halt da unten, da, da, da und da. Also halt einfach die sechs Flächen des Würfels. Im Zweidimensionalen habe ich halt vier Kanten, die ein Quadrat begrenzen. 4, 6, nächste Zahl ist 8. Also der Tesserakt hat eine Oberfläche bestehend aus 8 Würfeln und braucht 8 Hyperebenen, um ihn zu beschreiben. Und wie schneide ich jetzt Hyperebenen mit meinem dreidimensionalen Raum? Ja, so würde ich die Frage formulieren. Wenn ich eine Hyperebene habe, wie schneide ich die jetzt mit einem dreidimensionalen Raum? Also ich habe eine Hyperebene im vierdimensionalen. Ich will daraus eine Hyperebene im dreidimensionalen machen, und zwar diejenige, die den Schnitt mit dem x, y und z Raum hat. Naja, ich habe hier einen Vektor, der irgendwie da senkrecht auf meiner Hyperebene steht. Und diesen Vektor muss ich einfach nur auf seine ersten drei Komponenten einstellen. Ich nehme einfach die ersten drei Komponenten. Genau, jetzt habe ich also, wenn ich das gemacht habe, eine Beschreibung von meinem dreidimensionalen Schnitt, von dem vierdimensionalen Ding. Das umzurechnen war ziemlich trivial. Und ich habe jetzt eine Beschreibung von einem dreidimensionalen durch Hyperebenen. Im Allgemeinen sind es halt 8 Hyperebenen für den Schnitt vom Tesserakt. Und jetzt muss ich daraus aber irgendwie Koordinaten von Eckpunkten kriegen. Weil OpenGL will nicht, dass man ihm Hyperebenen gibt, die einen Polytop begrenzen und das dann rendert. Das funktioniert nicht. Sondern man muss ihm die Eckpunkte von einem Polygon angeben. Dann rendert es dieses eine Polygon, also nur eine Fläche. Das heißt, ich muss nicht nur die Koordinaten von meinen Eckpunkten ausrechnen, sondern ich muss auch noch berechnen, also ich muss auch noch rausfinden, diese fünf Eckpunkte hier bilden eine Fläche oder so. Und dann kann ich sagen, okay, ich habe hier eine Fläche, folgende fünf Eckpunkte gehören dazu. Ich weiß nicht genau, was ich am Codebuch zeigen kann. Also es gibt hier einen geometrischen Polytop. Da steht ein Polytop, das ist einfach eine Liste von Hyperebenen. Und dann steht da Face Vertices, eine Funktion, die im Prinzip aus einer Liste von Hyperebenen eine Liste von Punkten macht, aber für jede, also eine Doppelliste von Punkten, nämlich für jede Fläche des entstandenen Polytops eine Liste von Punkten. Also das hier ist dann irgendwie der Code, um aus den Hyperebenen was zu berechnen, was ich OpenGL geben kann. Und da gehört noch ein bisschen was dazu. Ja, aber die Frage, wie auf einem vierdimensionalen Ding, was dreidimensional macht, ist in dem Fall dann trivial, ne? Weil ich muss einfach nur meine Hyperebene einschränken. Und wenn ich so machen würde, dass ich die Ecken von meinem vierdimensionalen Ding speichere, dann wäre die Frage, wie ich jetzt aus den Eckpunkten meines vierdimensionalen die Eckpunkte des dreidimensionalen Schnitts mache. Die wäre dann nicht trivial. Ja. Und dafür hätte ich dann halt auch die Ecken schon, könnte die sofort trennen sozusagen. Ja. Also es ist auch genau eine Sache, die mich da stört und wo ich mich irgendwie total freuen würde, wenn ich gedanklich weiterkomme. Wie beschreibt man eigentlich so ein Polytop vernünftig? Also ich kann es durch Hyperebenen angeben, ich kann auch die Ecken angeben und sagen, mein Polytop ist die Konvexkombination für diese Ecken. Aber was eine vernünftige Beschreibung, die es dann einfach macht, ist mit dreidimensionalen Raum zu schneiden und die es einfach macht, ist dann zu rendern. Nein. Genau, also wenn in 3D-Grafik macht man das ja so, man beschreibt einen dreidimensionalen Körper, den man rendern will, immer indem man seine Oberfläche auf Dreiecken zusammensetzt. Genau, das ist natürlich eine schöne Sache, weil das ist genau das, was man zum Rendern braucht. Jetzt kann ich aber die Oberfläche von einem vierdimensionalen nicht aus Dreiecken zusammensetzen,
weil die Oberfläche von uns dreidimensional ist, was dreidimensional ist, weil ich aber was zweidimensional ist. Man könnte schon sie aus Tetraedern zusammensetzen, also den vierdimensionalen Simplex. Also Simplex ist genau das, aus was man so Oberflächen zusammensetzen will. Daran fand ich nur extrem blöd, wenn ich einen vierdimensionalen Simplex schneide mit. Nee, das meine ich nicht, sorry. Also wenn ich vierdimensionalen Körper habe und ich habe seine Oberfläche durch dreidimensionale Simplices beschrieben und jetzt will ich das mit dem dreidimensionalen Raum schneiden, jetzt will ich da irgendwie Dreiecke rauskriegen. Aber wenn ich einen Tetraeder, einen Vier-Simplex mit dreidimensionalen Raum schneide, einen Drei-Simplex mit so einem dreidimensionalen Raum schneide, dann kommt da nicht unbedingt ein Dreieck raus, sondern es kann auch ein Viereck rauskommen oder so. Wenn Viereck sind zwei Dreiecke. Genau, das kannst du dann setzen aus zwei Dreiecken. Das war mir irgendwie ein bisschen zu umständlich, das zu machen, aber das wäre vielleicht eine Methode, die dann grundsätzlich viel schneller wäre, das, was ich mache. Es war halt auch so, dass du irgendwie schnell viele Tetraeder brauchst, um deine Oberfläche zusammenzusetzen. Der Tesseract hat 8 Würfel als begrenzende dreidimensionale Körper. Und wie viele Tetraeder brauchst du, um den Würfel zusammensetzen? Ich glaube mindestens 5. Oder 6, wenn man so eine schöne Art und Weise machen will. Also das braucht irgendwie schon mal 8x6 Tetraeder, um die Oberfläche von meinem Tesseract zu beschreiben. Das kam mir irgendwie schlimmer vor, als einfach nur 8 Typen eben anzugeben. Aber natürlich. Also vielleicht wäre es wieder mal. Gut, dass ihr überhaupt noch Bilder macht. Ja. Wo genau machst du den Schnitt im vierdimensionalen? Also wie ich durch meinen vierdimensionalen Raum durchschneide. Ja, also an welcher Stelle oder Orientierung? Ja gut, also das ist ja irgendwie eine First-Person-Perspektive hier. Ich bewege mich halt durch meinen Raum. Und der Schnitt, den ich durch meinen vierdimensionalen Raum dann mache, der geht halt immer durch den Punkt, in dem ich mich gerade befinde. Okay, jetzt ist noch die Frage, wie ist dieser Schnitt gedreht? Und das lege ich halt fest, indem ich ausbewege und so. Also ich rotiere ja nicht nur in dieser dreidimensionalen Ansicht, sondern es rotiert ja irgendwie immer der ganze vierdimensionale Raum um mich rum. Und damit meine ich, ich rotiere diesen dreidimensionalen Schnitt, den ich in dem Raum mache. Ja, du machst aber erst einen Schnitt und dann eine Projektion. Genau, ja. Also ja, die grundsätzliche Idee ist, nicht vom vierdimensionalen auf zweidimensional projizieren, sondern vom vierdimensionalen einen dreidimensionalen Schnitt nehmen und den dann auf zweidimensional projizieren. Das ist also was völlig anderes als das Bild vom Tesseract von Wikipedia am Anfang. Aber wie gesagt, bin ich nicht der Erste, der es macht natürlich. Ich glaube, die ersten Bilder von sowas sind über 100 Jahre alt oder so. Aber es gibt da auch dieses möglicherweise tolle Spiel Diegakure. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, aber ich glaube, ich habe den Macher davon mal es so ungefähr so ausspielen sprechen können. Diegakure. Weiß nicht. Und das macht genau dasselbe wie dieses Spiel. Das nimmt auch. Das nimmt auch dreidimensionale Schnitte von vierdimensionaler Umgebung und Zeitplanung. Einerseits bei mir gibt es in diesem Spiel zum Beispiel Schwerkraft und so. Und andererseits bei mir zeigt die Obenrichtung hier wirklich immer nach oben. Und genau, es werden halt nicht alle Richtungen gleich behandelt und man kann irgendwie sich nicht so frei drehen in diesem vierdimensionalen Raum. Ja, aber hier passiert eben auch Sachen, dass man das Ding sich zu verformen scheint, obwohl man in Wahrheit nur diesen Schnitt dreht. Könnte man auch einen dreidimensionalen Raum zweidimensional darstellen, das funktioniert? Ja. Wie würde das dann aussehen? Was willst du denn, was ist denn dein Lieblingsdreidimensionales Ding, was du dir gerne anschaust? Also wenn es ein Würfel ist, dann haben wir darüber vorhin schon ein bisschen geredet. Wie kann ich durch einen Würfel mit einer Ebene durchschneiden? Ich kann zum Beispiel eine Ecke abschneiden, dann sieht mein Schnitt wie ein Dreieck aus. Ich kann zum Beispiel waagrecht durchschneiden, dann schaut mein Schnitt wie ein Quadrat aus. Und was würde geschehen, wenn man sowas mit einer ganz normalen Landschaft oder seinem Raum hier macht? Ja, also das würde halt so ausschauen wie auf so MRT-Bildern oder so, ne? Die machen auch sowas. Die erzeugen ja die Bilder tatsächlich so. Ja, also die nehmen nicht mehr so ein Schneiden durch, aber. Nein, aber das wird ja ebenenweise erzeugt. Genau. Die machen ebenenweise ein Bild nach dem anderen und so kann man sich dann halt auch anschauen und dann sieht man halt irgendwie
Das stimmt so nicht ganz. Ich dachte schon, das zielt ganz einfach. Das dreht sich ja einmal rundherum. Und ja, diese Hinweise ist wahrscheinlich dann nur die Darstellung. Das Dienst, das ist dann nach einer aufwendigen Transformation, sieht das dann so aus. Muss das nicht mehrmals? Fährt das nicht mehrmals drumherum? Okay. Das wäre dann einmal drumherum, ist so die Transmissionswerte, also aber dazu brauchst du eine ziemlich aufwendige Transformation, bevor du diese Schnitt darstellen musst. Okay. Mich würde es wundern, wenn man das wirklich so in Ebenenweise macht, vornherein, weil du ja mehr Informationen hast, wenn du Streuung auch anschaust, also jetzt physikalisch gesehen einfach. Oh. Also T müsste ich halt nachdenken, aber CT wird CT wird prinzipiell erstmal immer ein Schnitt gemacht, also eine Umdrehung ist ein Schnitt. Und innerhalb dessen macht man es über die Spirale. Man macht an sich schon Schnitte, aber man macht dann letztlich doch und fährt dann in der Spirale rum und nimmt dann aber berechnungsweise, ich weiß, näherungsweise Schnitte an. Also immer einen so eine Spirale, die einen tatsächlichen Weg zurücklegt, also keine Ebene, es wird dann aber als Ebene berechnet. Also in einer Dimension macht man tatsächlich Schnitte, soweit ich weiß. Bei CT, bei MRT weiß ich es gerade nicht. Das heißt, man sieht dann einfach genau das, was man erreichen kann durch eine bestimmte Strecke vorwärts laufen, dann nur noch rechts und links, oben und. Genau, das wäre ein Schnitt dafür. Ja. Dann hat man nicht, also bei so einem Bahnspiel oder so, hat man doch auch einfach eine zweidimensionale Welt. Das könnte man sich ja vorstellen, wenn man halt jetzt das drehen könnte, sozusagen. Ja. Dann wären wir in derselben Situation. Okay. Genau, haben wir geklärt, wie du Kollisionen berechnest? Wie berechne ich Kollisionen? Naja, meine besagte ist eben durch 8 Meter Ebene. Ich habe einen Bewegungsvektor, um den ich mich jetzt bewegen will. Und dann schaue ich diesen Strahl an, der von der Position diesem Bewegungsvektor herkommt. Ja, diese Strahl, auf dem ich mich gerade bewegen will. Und jetzt frage ich mich, wann würde dieser Strahl innerhalb von einem Tesserakt verlaufen? Und ein Punkt liegt genau dann innerhalb von einem Tesserakt, wenn er die zugehörigen linearen Gleichungen zu allen 8 Hyperebenen erfüllt oder verletzt. Also die Ungleichungen meine ich. Ja. Das heißt, ich muss halt für jeden Tesserakt anschauen, wann würde der Strahl in diesen Tesserakt eindringen, und dann nehme ich halt das Minimum über alle und dann schaue ich, ob ich mich weiter bewegen wollte oder nicht. Sag mal, Matthias, wenn ich jetzt auf den Geschmack gekommen bin mit vielen Sachen. Ja. Wo kann ich mich denn da weiterbilden? Was ich empfehlen kann zum Beispiel, es gibt auf der englischen Wikipedia eine Seite zum Rotationen in den vierdimensionalen Raum, wenn man sich diese Sachen mit gleichschwingigen Doppelrotationen und so noch mal anschauen will. So, aber was hast du jetzt wirklich angespielt? Also, war das eine Anspielung? Kann ich nicht einfach eine Frage stellen? Wir zwei, Ingo, weißt du das Ding gar nicht mehr. Wir haben ja auch den Kongress gehalten über vierdimensionale Geometrie. Ja. Und den hat Tim ja auch aufgenommen. Und deswegen kann man sich den auch nochmal anschauen. Ja. Wenn ich mich richtig erinnere, war da sogar ein extrem schlechter Sketch drin, oder? Oh ja, ein extrem schlechter Sketch. Vielleicht sollte man sich den anschauen. Vielleicht sollte man sich den anschauen. Du hast eben vorhin was von Harry Ball gesagt, ne? Von was? Von Harry Ball. Harry Ball oder auch Eagle Fox. Achso, ja. Ja. Mhm. Ja. Wie kann das nochmal sein? Okay, wenn ich eine Möglichkeit hätte, in einem ganz normalen Ego-Shooter, leider nicht so nahe, festzulegen, wenn ich in die Richtung schaue, dann ist das und das rechts und das oben. Also, wenn ich eine Möglichkeit hätte, einer Richtung im Dreidimensionalen auch eine Orthogonalbasis im Dreidimensionalen zuzuordnen, weil das dann die erste Richtung ist. Ja. Ja, wenn ich das konsistent machen könnte, dann hätte ich jetzt irgendwie nicht nur einen Schnitt in den Zwölfel, sondern sogar vielleicht 3 auf einmal, ne? im Tangentialraum von der S2. Ja. Also ein Element der S2 ist einfach eine Richtung im Dreidimensionalen. Das Miyaka Korei scheint aus dem Japanischen zu kommen. Das ist so ein Prinzip bei japanischen Gärten. Das heißt so viel wie versteckt und sichtbar. Und die Idee ist, dass man erstmal nicht alles sieht und wenn man sich dann weiter durchbewegt, dann immer mehr und mehr nach und nach sieht von dem Garten. Das klingt nach dem, was wir sehen. Ja, wirklich. Schön.
okay, ich würde sagen, dann hören wir einfach mal auf. Ne? Freut mich, dass wir so viel diskutiert haben. Ich hoffe, ich habe nicht gelangweilt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.